Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Clash Royale. Oder Royal. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Allianz fast komplett gefüllt. 43 von 50 Leuten. Und wie ihr hier sehen könnt, wird ja auch kräftig gespendet. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht allzu viel. Wo bin ich eigentlich? Hey, warte mal. Merkst du was? Ja, es ist gerade niemand am Spielen. Vorhin hätte ich bei jemandem zugucken können. Ich glaube, bei Günther. Zumindest war hier so ein komisches Symbol. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich nehme an, zuschauen. Also, noch 7 Plätze sind frei. Wenn wir voll sind, werde ich einen Anführer oder einen Alten oder wie das hier heißt, bestimmen. Und dann können wir uns da zusammen, gemeinsam, vielleicht noch mit einem zweiten Ältesten um die Führung der gesamten Geschichte kümmern. Ja, ihr habt nach meinem Deck gefragt. Epische Geschichten habe ich im Moment nur 2. Und für eine Quest, wo man irgendwie diese Häuschen machen sollte, habe ich mir mal dieses Ding hier angelegt. Wo, genau. Und da habe ich dann die 3 die ganze Zeit gebaut. Und ab und an ging es wirklich, dass ich einfach ja die Gegner komplett einreißen konnte, weil sie blöd drauf reagiert haben. Und ich dann irgendwann 3 Häuschen auf einmal hatte, dann noch ein 4. Und dann wurden die einfach überrannt. No fucking chance. Und dann habe ich eben diese Mission, die es hier gibt, halt, wo sind die, erfüllt. Was gibt's denn noch? Vordere Karten von deinem Clan an. Ja gut, ich sag mal so. Was brauche ich denn? Warte mal. Um bei meinem Hauptdeck zu bleiben. Den Feuerball, ist der nicht der Feuerball? Ah, da ist er. Gib mich mal Feuerball, bitte. Gab es früher auch diese Quest? Ich weiß es nicht genau. Es ist ziemlich nice. Gewinne 10 normale Kämpfe, Duo-Kämpfe oder Herausforderungen. Ja. Duo-Kampf. Ein Freund ist online. Ich habe vor kurzem schon einen Clan-Kampf mit Patamek gemacht und strebe auch weitere Clan- oder Freundeskämpfe mit euch an. Und schon geht's los. Teamkollege Damn Crazy. So. Dann schauen wir mal. Die Dumba-Bluff. Oh, fuck. Jetzt habe ich dieses Fick-Deck. Nein. Okay, das ist jetzt echt fucking bad, ne? Das wollte ich jetzt auf keinen Fall benutzen. Ah, das ging nur ganz, ganz selten gut, dieses Deck. Wenn die Gegner scheiße drauf reagiert haben und blöd gespielt haben. Oh, shit. Der Kollege denkt, ich bin behindert. Egal, egal, komm direkt drauf. Oh, shit, was haben die denn hier für Viecher am Start? Gottes Willen. Ich bin nicht so weit. Ich bin erst bei 3 oder 4 Dingens Stufe. Aber scheinbar funktioniert's. Oh, fuck, ich habe hier unten gar nicht nachgeguckt. Oh, nein. Oh, Gott, was haben die alles am Start? Ich kenne das alles noch gar nicht. Ich war noch nie so weit. Okay, egal. Vielleicht klappt's ja. Also es ist wirklich keine gute Idee, diese ganzen Häuschen zu machen. Also ausschließlich. Und so wie das Deck aufgebaut ist, bin ich auch auf nichts vorbereitet, wenn was anderes kommt. Also wenn ich dann wirklich angegriffen werden sollte mit irgendwas Gescheitem, bin ich down. Ich habe zum Beispiel schon ganz schlicht und ergreifend die Erfahrung gemacht, dass jemand diese Raketen schießt. Oder eben die Feuerbälle. Und mich zerfistet dann. Oh Gott, was kommt denn da angelaufen? Macht das Damage auf Figürchen? Nee. Showtime. Oh, da kommen normale Leute raus, alles klar. Ja gut, aber eigentlich sind die jetzt geliefert, ne? Ich habe zum Glück so einen starken Partner. Ich habe mit dem Deck auch schon oft verloren, also so ist es wirklich nicht. Es liegt jetzt eher nicht an mir, dass wir hier den Sieg einfahren. Ja. Komm, mach ich noch. Ja. Gut gespielt. Damn Crazy, this was nice, dude. This was nice. Aber ich muss wieder raus und das Deck ändern, um Gottes Willen. Das war ja jetzt echt... Mit dem gewinne ich sehr, sehr oft und das andere war wirklich nur für diese eine Quest. Was habe ich eigentlich hier? Das ist noch ein normales, ne? Das ist so ein Anfangsding. Ich zeige euch mal meine Cards, ganz langsam. Das sind die, die ich bis jetzt freigespielt habe. Ich dachte mir, das dritte Deck wird das Deck, in dem ich halt manchmal für Quests und so Kram mache. Das erste ist halt einfach das, was ich mir aussuche. Und das zweite könnt ihr komplett zusammenstellen, wenn ihr wollt. Oder mir zumindest Tipps geben, wie ich dieses Deck wie ich es einstellen soll. Also entweder gebt ihr mir einzelne Tipps zu Karten, die ich hinzufügen kann, soll. Oder ein komplettes Deck, ein ganzer Vorschlag. Und wenn es mehrere sind, die kommen, dann werde ich einfach alle mal ausprobieren. Ja, das ist so das Zeug, was ich gerade habe. Also so ein paar Epic-Dinger sind noch dabei. Aber ich dachte mir, wenn ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist überhaupt, aber mein Plan war, wenn ich diese fast anfänglichen Teile nutze, ja, dann stecke ich da mein Geld oder Gold rein und level die ultra hart auf und habe dann halt diese Anfangskarten auf Level 8 Millionen und so. Ist das eine coole Idee oder ist das eher schwach, weil die epischen Karten, die bei bei Arena 6 kommen, selbst auf Level 1 alle meine Karten zerfisten. Wisst ihr, was ich meine? Hat das Level dann überhaupt noch was damit zu tun oder sind die Karten, die man später bekommt, grundsätzlich besser? Ist gerade noch wer online? Oh, 3 Leute sind sogar online. Komm, machen wir noch einen Duo-Kampf. Was soll der Geiz? Hey. Und da sind wir am Stessel. Wer ist mit dabei? Damn Crazy. Okay. Easy peasy win. You. Okay. Wir schauen mal, wie die anderen so reagieren. Alles klar. Da werde ich hier mal eine kleine unterstützende Einheit schicken. Und dann für rechts eine Flugeinheit. Nur kommt die etwas spät. Let's go, let's go. Immerhin ist ja mein Homunculus dabei, mein Mann. So, gut. Die haben no chance. Nein, da drüben kommt auch nochmal was. Shit. Okay, gut. Dann müssen wir die so ausrotten.
Und hier immerhin ein bisschen Damage anrichten. Das ist ja schon mal was. Guck mal, mein Drache ist auch noch komplett auf Null. Das voll meine ich. Das heißt, wir können den Turm vielleicht noch einreißen. Na, doch, doch, doch. Locker, 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 flockig. Halt, halt, halt. Schnell, schnell. Arriba, arriba. Und peng. Shit. Das hat nicht ganz gereicht. Ich weiß es nicht. Locker, was ist das hier? Da bekommt man dann mehr Zeug, ne? Mehr Stuff. Mehr gooey Stuff. Das ist auf jeden Fall... Ja, er macht so einen Bombenturm. Alles klar. Tja, dann frisst er jetzt halt gleich so ein hier, Feuerball. Oh, shit. Lila Elixier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das darfst du gar nicht, du Bank. Oh, fuck. Okay, das ist jetzt echt bad. Aber egal, ich ziehe jetzt hier mal oben voll rein. Deswegen ist dieser eine Turm von ihnen auch down ist. Ja, und jetzt ist halt wieder die Frage, gehen wir an den anderen Turm? Oder voll durch die... Oh, shit. Oh, fuck, nein. Ist mein Mate weg? Damn crazy, bist du weg? Nein! Ich glaube, Damn Crazy ist weg. Damn Crazy! Du hast mich im Stich gelassen! Jetzt bin ich natürlich gefickt, ne? Oh, shit! Naja, immerhin diese Kronentruhe eingesackt. Dann mache ich jetzt nochmal, wie sieht's aus? Es schreibt auch keiner von wegen, hey, ich mache mit und so, deswegen gehe ich einfach, obwohl es immer mehr Online-Leute werden gerade. Dann mache ich jetzt nochmal einen normalen Kampf. In welcher Arena bin ich? Vier? Oh, Lutski! Ja, komm doch her mit deinem Scheiß, bra. Ich mach so und so und dann noch so und dann hau ich noch die... Oh shit, komm schon! Ja, Timing. Ich habe das Timing auf meiner Seite, sehr gut. Nein! Das schießt die doch nochmal da drauf, die alte Wutz. Na, fuck, 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 fuck. Komm, vielleicht kann ich noch ganz kurz... zack! Da hinten kann ich ein bisschen Damage geben, aber das war's auch. Guck, jetzt kann ich hier zum Beispiel meinen Drachen... Achso, das ist auch nur Stufe 2. Ich dachte, das wäre schon Stufe 80. Egal, gegen den Drachen gewinne ich, weil ich den Turm auf meiner Seite habe. Da kommen weitere Flugviecher. Die mache ich mit dieser Trulla Down. Easy peasy. Und die ist auch ziemlich nice, ne? Wenn man dann, wenn sie die Chance hat, auf den Turm zu holzen, dann macht sie da doch ordentlich Damage. Aber sie hat nicht die Chance, denn es kommt so eine verschissene Zauberin. Und die hat jetzt halt wieder den Turmvorteil, aber nicht mit mir. Ja, noch einen Schuss abgegeben. Sehr gut, sehr gut. Man muss auch die kleinen Dinge im Leben feiern. Ja, machen wir das so und so. Und dann werde ich einfach noch den Dicken hinterher schicken. Wenn er hier seinen Fünfer schickt, seine Fünfer-Armee. So, noch die kleinen wegschnitzeln. Naja, immerhin wird der Ritter ankommen. Ein bisschen Damage geben. Was macht er denn? 100? Ja, nass, ja, nass. Obwohl sie bei mir ja auch schon ein bisschen rumgeschissen haben an meiner Butze hier. Das geht doch nicht. Gut, gut, gut. Ach ja, die ist vorhin auch durchgekommen, diese blöde, schwingende Trulla. Now you're dead, bitch! Oh fuck! Ha! Gut, gut, gut. Das war ein bisschen lucky. Ich werde jetzt direkt noch hier auf die... Oh. Komm schon, ich brauche meine Skelette. Go, 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 go. Nein! Ja! Sehr gut, sehr gut. Okay, die Verteidigung lief sehr gut da unten. Jetzt will ich aber noch den anderen Turm da platt machen. Komm, ich brauche mehr Trüchen. Scheiße, 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 scheiße. Feuer! Shit. Wow. Gutes Spiel. Er tritt dem Duokampf bei. Ich sehe es nicht. Was für ein Duokampf? Achso, muss ich jetzt hier auf Duokampf und dann auf Freunde online drücken? Bin ich dabei? Oder muss ich anders wie joinen? Keine Ahnung. Komm, dann machen wir noch einen hier. Wer ist am Start? Atom. Okay, Atom. Töten wir sie alle. Locker flockig machen wir das. Die machen wir locker weg. So, und vielleicht... Na, das war jetzt noch ein bisschen früh. Möglicherweise setzen sie hier jetzt alles in die Verteidigung da rechts und ich kann hier links ein bisschen Rabatz machen, aber nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, Mann. Shit. Wie ist denn der Drache da direkt durchgekommen? Noch zusätzlich. Shit, komm, die darf nicht auf... Ja, sehr gut. Die darf nicht auf den Turm schießen. Die macht hart Damage. Hooray! So. Einfach den Angriff niedergeschlagen. Aber wir sind noch gerade so ein bisschen, ja, hinten, sag ich mal. Es ist schwierig durchzukommen. Also ich würde jetzt erstmal Purple sammeln. Nein, das ist ein Pisser! Ich habe da genau darauf gewartet. Das sind Sackratten. Das sind wirklich Timing-Sackratten. Ich wollte gucken, ob er schießt. Danach meinen Scheiß posten. Ja, ich wollte es dann posten. Boah, was ist denn das hier? Was ist denn das da für ein Ding? Egal, easy win für uns. Ah, shit, Mann. Was sind das für Steineviecher da? Die sind ja geil. Ja, das Geilste sind sie geliefert. Und jetzt macht der Onkel hier mal seine Pfeile. Booyah, Shaka!
Alle schon down. Dann schicke ich die einfach hinterher und hoffe, dass die keine Dinge draufschießen, keine Pfeilchen. Was ist das für ein blauer Kreis? Kenne ich nicht. Ja. Die haben keine Pfeilchen geschickt. Guck's dir an. Das war schon ein gutes Spiel, ne? Atom möchte noch einmal spielen. Komm, dann machen wir noch eins. Machen wir noch einen Win. Bis meine Krönchen voll sind. Bis irgendwas voll ist, keine Ahnung. Oh nein, er kommt mit einem Riesenhomunculus. Wie kann er nur? Warte kurz, die Kleinen müssen weg. Und dann, zack! Hockst die Gazelle noch drauf. Dann ist er down, echt? Dann ist er down. So sieht's nämlich aus. Kein Millimeter ist er zu uns rübergekommen. Die fette Bitch. Was ist denn das für ein Vieh? Ach, ein hier, ne? Habt ihr das gesehen? Was das war? Das war ein Witzart. Okay, er geht mit dem vor. Ich warte ganz kurz. Schick dann meinen... Oh, shit. So, und dann so, dass das Türmchen uns jetzt keinen Damage macht. Und dann nochmal hier. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch ein Feind ist. Nee. Ah, ich komme echt immer zu spät. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin ja auch noch nicht so profihaft wie der Atom, ne? Easy win. Wie ist es hier eigentlich mit den Ranks? Wenn ich jetzt mit Atom spiele, der vielleicht in Arena 800 ist und ich bin in Arena minus 3, gegen wen spielen wir dann? Wen haben wir dann als Gegner? Die Mitte? Oder wie sieht das aus? Oder ist es bei CSGO, wenn du 4 Silver hast und einen Global, dann spielst du gegen das Supreme Lobby? Ich würde sagen, wir haben schon ziemlich gute Karten hier bei uns. Er kommt mit so einem Dödel. Oh, shit. Lieber mal noch das draufholzen für alle Fälle. Ja, läuft. Und natürlich wieder hier Radau machen auf der rechten Seite. Ne? Halt mit dem Dragon. Na klar. Na sichi. Was soll denn das jetzt hier mit den blöden Leuten, die da rumlaufen? Hallo? Ich stimme mal weg mit denen oder soll ich dich kaputt machen? Ach, fuck. Schon wieder komme ich zu spät. Jetzt werden sie geboomst. Gutes Spiel. Und einmal machen wir noch. Alle guten Dinge sind 3. Aber ich muss auch dran denken, dass es da sehr viele andere Leute in der Gilde gibt. Ich kann da nicht immer nur mit einer Person spielen. Ne? Dass ihr da vielleicht auch so ein bisschen mitdenkt und euch hineinfühlt in die Situation und merkt, oh, wir haben jetzt schon das zweite Spiel gespielt, dann... Aber jetzt waren ja auch nur 3 oder 4 Leute online, also von daher passt das. Was ist das für ein dicker Kerl? He's so fucking fail! Dang. Oh, shit. Oh, die sind beide Level 11. What? Die sind stuck. Ach, guck mal, was er da hinten aufgebaut hat. Wie süß. So. Woohoo! Oh, fuck. Wo kam der her? Nein. Oh, shit. Der ist ganz schön fett, der Kerl. Okay, der zieht uns ab. Also zumindest den Turm. Komm, wie er springt, das dicke Schwein. Oh, Monsieur? Atom, warum machst du nichts? Gutes Spiel, aber ich muss gehen, denn ich glaube, ich bin voll. Jawohl. Und die Aufnahme ist auch bald voll. Da habe ich wieder einige Karten zu verschenken. Gibt es gerade noch irgendwelche Anfragen? Vielen Dank für die Spiele. Man muss ja auch höflich bleiben, so als, Mensch. Oh, wir können doch mal 8 Runden erspielen. Ha. Warte mal, ich muss erstmal noch was... Ach, ich kann gerade nichts anfragen. Noch 6 Stunden! Kein Ding, im letzten ist das Spiel abgekratzt. Ach so. Es ist während der Videoaufnahme noch jemand dazugekommen. Es sind also nur noch 6 Plätze frei. Wer noch mit reinkommen will, sollte das möglichst tun oder möglichst bald tun. Und dann werde ich auch, wie gesagt, mindestens 1, aber eher 2, vielleicht sogar 3 Älteste herauspicken. Und diese Ältesten helfen mir dann, den Clan zu organisieren und frisch und aktiv zu halten. Also wenn wir inaktive Leute haben, die zum Beispiel jahrelang nicht spenden. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die Spenden werden irgendwann resettet, kann das sein? Bin mir nicht sicher. Die nie was spenden und die auch vor allem, was noch einfacher zu sehen ist, von ihren Pokalen her nie steigen. Oder eine irgendeine Veränderung, auch fallen ist in Ordnung. Aber dass man merkt, die Leute sind überhaupt aktiv. Weil beim letzten Anlauf vor 1,5 Jahren, als wir das hier gemacht haben, da gab es dann welche, die einfach nur in die Gruppe wollten, um drin zu sein. Und die haben das Spiel nicht gespielt. Waren inaktiv und haben die Plätze belegt. Und so soll es natürlich nicht laufen. Wir wollen schon, dass die Leute, oder ich will schon, und dann auch die Ältesten, wir wollen, dass wir aktive Leute im Clan, in der Community, in der Gilde haben. Ich denke, das will ja auch jeder, der mit in der Gilde ist, weil man ja auch dann Karten anfragt und so weiter und so fort. Und da ist es halt ganz wichtig. Was ist das hier? Sind das zusammen erkämpfte Sachen? Also wer will, kann natürlich noch gerne dazukommen. Hier ist das Clan-Kürzel. Der Clan nennt sich die Dummbabbler. Und ich bin der Dummbabbler. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.